Nicht nur für viele Schüler, sondern auch für die rund 80 neuen Lehrkräfte des Schulwerks der Diözese Augsburg stand in dieser Woche der erste Schultag an. Doch bereits im Vorfeld hatten die Lehrer der katholischen Schulen in einer Einführungsveranstaltung im Haus St. Ulrich die Möglichkeit, sich kennenzulernen und erste Informationen auszutauschen. Vor allem ging es darum, die Lehrerinnen und Lehrer mit dem christlichen Lehrauftrag vertraut zu machen. Was wir dann im Besonderen erwarten, das ist, dass im täglichen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen deutlich wird, dass unsere Lehrkräfte eben in den Kindern, mit denen sie arbeiten, Menschen sehen, die auf Augenhöhe zu ihnen sich befinden, dass sie ernst genommen werden, eben als Geschöpfe Gottes, und von daher auch versucht wird, ihnen eine Erziehung zu vermitteln, mit der sie dann später in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Familie auch gut und glücklich leben können. 26 der Lehrkräfte werden künftig an Gymnasien lehren, 40 an einer Schulwerksrealschule, 5 an einer Fachakademie und 6 an einer der beiden katholischen Grundschulen des Bistums. Insgesamt befinden sich 38 Schulen in der Trägerschaft der Diözese Augsburg.